Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mighty Magic Book One. Wir sind in Sorbigail und ich habe mir überlegt, wir erledigen mal ein paar Sachen, die wir noch nicht zu Ende gemacht haben. Da wäre zum Ersten, wir haben da irgendwie angefangen, auf irgendwelche Bäume zu klettern. Wo zur Hölle war das denn? Das war... Hier? No, aber erstmal. Hier war irgendwie jemand, der wollte, dass wir auf Bäume klettern. Ich glaube, das war hier. Ich würde sagen, das können wir ja mal erledigen. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch den Rest von diesem Planquadrat erkunden. Darkness, ja, ja. I'm a Renko Geier, whatever, and this is my grove. Climb all the trees without leaving the area and return. Okay, ich denke, das können wir machen. Climb tree, yes. Okay. Climb tree, yes. What? What? Oh, teleporter. How very inconvenient. Yes. Cursed. Okay. Was hat er gesagt? Not leaving the area, aber rasten können wir, ne? Und rasten geht der Curse weg, ich glaube. Yes. Okay. Poison, wer ist Poison? Tiamat ist Poison, okay, na gut. Was ist das da? Okay. Whatever Panther Mist ist. Wir schlagen es tot. Wir wissen nicht, was es ist. Wir schlagen es tot. Ah, aus irgendeinem Grund haben wir... Hitpoints verloren. Nee, gut, scheiße. Ja, Poison Taunts. Ja. Okay, also die mögen uns hier nicht. Und das ist... Der lacht sich wahrscheinlich gerade ins Fäustchen, der Kollege, dass er hier diesen Unsinn noch machen. Aber wir sind Rollenspieler, wir müssen jeden Unsinn machen, den man uns sagt. So funktioniert das nun mal. Cast 2-1 auf Halluzinelle. Okay, machst ein bisschen Schaden. Sonst aber nix, so wie es aussieht. Heil dich mal bitte selber. Okay. Nee, Moment. Erstmal Neutralize Poison auf Tiamat. Nee. Rest. Climb tree, yes. Nothing here, okay. Climb tree, yes. Cursed. Fuck you. Yes. Poison Thorns. Ach du liebe Güte. Oh Gott, ja, die ganzen Plagues und Swarms und ja, das. Null Points of Damage, okay. 10 times. Okay. Okay. Schön Schaden genommen, ja. Das, also dies also auf Bäume klettern ist definitiv, sollte man nicht machen. Also das ist. Warum will der eigentlich, dass ich meine, das ist sein Grove und wieso möchte der, dass wir auf Bäume klettern?
Sollen wir hier die verschiedenen Monster für ihn entfernen? Weil, oder? Das verstehe ich nicht. Naja. Gillet. Okay. Yes, you fell, hurra. Müssen wir jetzt mal nachrasten, das ist unglaublich. Yes. Infectious. Also es ist wirklich, das ist also reine Schikane hier. Also das hat er keinen Wert. Yes. Flash. Was heißt das? Flash. Oh, wir haben keine Spellpoints mehr. Okay. Oh, Cursed und dann Battle. Das ist nicht gut. Yep. Okay, das ist also irgendwie das Problem, das wir ja schon da an der Cursed Coast hatten. Ja. Okay, also mit das scheint ein massiver Curse zu sein, den wir da abkriegen. Fünf. Autsch! Okay. Okay. Gut. Mein lieber Mann, das ist ja... Yes. Jetzt sind wir diseased. Was war das? 4-1, ne? 4-1 auf Miss Parker. 4-1 auf Tiamat. Und 4-1 auf die Halluzinelle. Okay, unsere Spellpoints und Hitpoints sind auch wieder weg. Also wieder rasten. Das ist Lightning, okay. Schön, sind wir auch fast tot. Zum Glück ist Food nicht teuer, als ob, egal. Ich meine, wir werden hier älter ohne Ende, aber gut. Also richtig aufregend ist das. Okay, wir fallen und kämpfen dann trotzdem noch. Okay. Wir haben schon wieder keine Spellpoints. Das ist ein bisschen doof. Müssen wir aber irgendwie durch. Ach, und Hitpoints haben wir auch keine mehr, sehe ich gerade. Okay. Mhm. Ja. Okay.
Fantastisch. Okay. So, hier sind wir wieder. Und dann würde ich sagen, probier das einfach nochmal. Was passiert, wenn wir mal Retreat machen? Können wir nicht, okay. Na gut. Also wenn man den falschen Baum erwischt, kann es ganz schnell ganz übel aussehen. Also das ist ja echt mies. Man kommt, man klettert auf den Baum, verliert alle Spellpoints und alle Hitpoints bis auf eine Handvoll. Also wir waren alle einstellig. Also man hält genau nur einen Schlag aus. Das ist ja auch sehr freundlich. Okay, er macht Poison. Ich meine, wir haben auch schon wieder kaum noch Hitpoints. Also es ist offensichtlich hier etwas, ich weiß nicht, ob das für später ist. Aber ich meine, die Kämpfe sind ansonsten zu schaffen. Okay, mehr als vergiftet können wir nicht sein. Okay. Also, dann heilen wir uns mal. Also, entgiften uns. Dann rasten wir. Und dann klettern wir auf den nächsten Baum. Das ist ja ein Spaß hier. Yes. Lightning, okay. Also. Na gut. Rest. Yes. Cursed. Rest. Also Cursed in Verbindung mit... Warum? Okay. Aus irgendeinem Grund regenerieren sich unsere Hitpoints nicht. Okay, plus 5 Food. Whatever. Das ist ja alles very strange hier in diesem Grove. Heil dich mal selber. Kobolde müssen wir schaffen, aber nee. Ja, wenn sie weglaufen, hilft das sehr. Okay. Jetzt haben die... Oh, da haben wir kaum noch Food. Wir haben Food gefunden, plus 5. Also hatten wir vorher gar keinen mehr, haben wir alle unseren Food verloren. Weil ich hatte definitiv vorher Food gekauft, glaube ich. Also wir hatten auf jeden Fall, haben nicht so viel verbraucht. Okay. Das ist ja gut zu wissen. Aber jetzt haben wir wieder Hitpoints.
Deswegen haben wir, deswegen haben sich die Hitpoints nicht regeneriert, weil wir keinen Food mehr hatten. Ich bin doof. Und den Food müssen wir wahrscheinlich verloren haben, als wir hier irgendwie auf die Bäume geklettert sind. Es sei denn, ich war so dämlich, dass ich wirklich keinen Food dabei hatte. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Yes. Okay. Okay. Du liebe Güte. Okay, sind wieder fast alle tot. Aber wir haben noch Spellpoints, okay. Gucken, was der Barbarian macht. Der ist wahrscheinlich die größte Gefahr. Okay. Schießen wir ihn mal tot. Nee. So, dann machen wir Summon Lightning. Das wird ja hoffentlich klappen hier. Wie viele Monster geht der? Okay, also auf I. Okay. Come on. Arch. Okay, und wir finden Kram. Also das ist ja wirklich, also ja, bitte sehr, Flash. Okay, keine Spellpoints mehr. Ist aber egal, gegen Sprites. Obwohl, nee, die Cursen, die machen nicht so, ach, ist egal, wir schlagen alles tot. Alles tot! Sprite, ja, haut bloß ab hier. Kannst nichts machen. Ja, alle wegrennen. Genau, super Sache. So, die Troglodytes waren irgendwie ein Problem. Okay. Okay. Rasten. Okay, wenn ich das richtig überblicke, müsste das der letzte Baum sein. So, da bin ich ja mal gespannt. Hey du. Well done, what is your pleasure? Gold brauchen wir eigentlich nicht. Gems haben wir eigentlich auch genug. Ein Item. Youth Potion. Okay, ich nehme mal an, dass das die ja, unser Anfangsalter wiederherstellt oder irgendwie. Okay, das ist ein Zauber. Rejuvenate. Das ist ein Zauber? Okay, bestimmt Cleric-Zauber, oder? One Character, okay.
Ah, Fountain of Youth that trims 1 to 10 years of a character's age. Okay. Okay. War jetzt nicht so der Mörder, die Mörderbelohnung für diesen ganzen Stuss, den wir da erdulden mussten, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück. Kaufen neue Nahrung und klettern nicht mehr auf irgendwelche bescheuerten Bäume, weil irgendwelche Trolle uns das sagen. Weil das mag jetzt vielleicht technisch gesehen kein Troll gewesen sein, aber das, was er gemacht hat, war schon ein bisschen trollig. Yes. Okay, jetzt haben wir wieder Food, ne? Dankeschön. So, und da können wir mal den Kram verkaufen hier. Yes. Sell Item. Du hast nichts zu verkaufen. Sell Item. Sandal haben wir schon eins. War sicherlich nicht zwei. Longsword plus eins. Ich mach lieber mehr Schaden. Large Shield behalten wir mal erstmal noch. Splintmail kann in jedem Fall weg. Ember Jammer, ich glaube, ich schon mal nachgeguckt, was der macht. Der macht, glaube ich, nichts. Der ist, glaube ich, nur zum Verkaufen. Liste. Ember Jam. Jo, können wir verkaufen. Also verkaufen wir ihn auch. Scale können wir verkaufen. Youthbomb, das ist zumindest eine ganze Menge wert. Okay. Feuer. Die Flail für den Rad ich wieder einhändig machen. Nee, ich denke, das können wir verticken. Und dann können wir auch das Silver Shield gleich mitverkaufen. Das wirst du einfach nicht mehr benutzen. Leben wir einfach damit, dass du so eine schlechte Rüstungsklasse hast, oder was heißt schlecht, ist die gleiche wie die Halluzinelle, nämlich 9. Ja. Okay, gut. Halt. Yes. So. Aber jetzt Retreat. Keine Lust. So, das war hier. So. Swordsman, Orc Leader, Unique and Whiteboard. Nee, wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, wo wir hier sind. Wir sind da und jetzt wollen wir den Rest erkunden. Zumindest das, was wir erkunden können. Das war ja alles sehr lästig. Also, dann wollen wir uns mal vorbereiten. Also, du zauberst, Licht brauchen wir noch nicht. Du zauberst aber schon mal Leather Skin, Levitate und Psychic Protection. Nur für den Fall. So. Okay. Wissen wir, wo wir hinkommen? King's Orchard. Ah, okay, hier ist schon wer. King's Orchard, da ist ja wahrscheinlich irgendwo das Schloss des Königs in der Nähe, weil ich meine, wir suchen ja auch noch ein paar Schlösser. Wir kennen ja definitiv nur zwei, drei, na doch, also Blackwich North, Blackwich South, Doom und vielleicht
Dessoon, nicht Dessoon, Dragadoon oder wie das heißt. Dessoon ist übrigens aus Legend of Gilrog. Da habe ich das her. Oh, wow. Okay, alles explodiert. Ruby Idol. Okay. Ruby Idol. Wow. 3000 wert. Okay. Und hat keinerlei Fähigkeiten. Du hast die Ruby Whistle, also ne, Ruby Idol kann man einfach verkaufen. Also, okay, jetzt, da sehe ich Castle, da, Castle Alamar. Mhm. Alamar der König, hatte nicht irgendwer irgendwas über Alamar gesagt? Der Hermit, hat der nicht irgendwas, habe ich das falsch im Kopf? Wo war das? Wo war das? Nee, der Hermit hat uns Pirate Maps gegeben. Der vielleicht auch noch irgendwas gesagt. Wir haben noch irgendwen. Gott, wie hieß der denn? Da haben noch irgendeinen Typen. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Wer hat uns denn die Desert Map gegeben? Das war doch auch irgendwer, der irgendwo rumgehangen hat. Also wenn ich das aufgeschrieben habe, dann finde ich es jetzt nicht. Statues, das war ein Sorpigal, das ist es nicht. Dann Gypsy war es nicht. There are many dungeons, Phantom Red Pair. Was? His idol? The idols will help to end his plight. Idols. The ancient seer orc has lost his sight. The idols will help to end his plight. Okay. Okay, dann muss ich nochmal in mich gehen, ob ich irgendwie rauskriegen kann. Ich kann mir einfach die alten Videos nochmal angucken. Weil wir haben da irgendwo die Desert Map bekommen. Die hat uns doch irgendwer gegeben, verdammt nochmal. Die haben wir da nicht kosten. Also die haben wir. Hatte der nicht was? Irgendwie habe ich im Kopf, dass mir der Name Alamar in diesem Spiel schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich hatte dazu irgendwas gesagt und irgendjemand von euch hatte dazu irgendwas kommentiert. Also irgendwie das Wort Alamar muss gefallen sein. Und das ist mir ja nicht einfach so eingefallen. Das wird ja einen Auslöser gehabt haben. Also, na gut, das hat jetzt wenig Sinn, darüber zu schwadronieren, obwohl ich es schon für 5 Minuten gemacht habe. Wir werden bei einem anderen Mal zum Castle Alamar gucken. Jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Okay. Eine ganze Menge Weins, was nicht wirklich überraschend ist, hier im Unterholz. Aber wir sind ja nun. Wir haben eine Menge Attacken, aber das können wir also wegstecken. Halbzelle brauchen wir Heilung.
Habe ich gerade weggeschmissen. Also das Spiel möchte wirklich, dass wir ein Silver Shield haben. Okay, bitte sehr. Okay, Satire und Bratz. Shoot the Unicorn. Nee, schade. Okay, dann machen wir wieder Summon Lightning. Hahaha. Okay, also mittelgut. Auf den Oakleader, der ist weg. Okay, und jetzt der Restkram. Ja, ja, lauft weg. Peng und buff. Ne? Buff. Okay. Okay. Okay, gute alte Rasenmähermethode. Wird wahrscheinlich früher oder später hier, zu einer Riesenkatastrophe führen, weil wir hier irgendein böses Vieh treffen. Grab waren ziemlich unangenehm, ne? Schlag die mal tot, bitte. Sehr gut. Turn Undead funktioniert also noch, zumindest teilweise. Na komm, geht weg. Okay. Flail plus 2 haben wir schon, ne? Du hattest eine Flail. Nee, eine Flail plus 1, oder? Du eine Flail plus 2. Ne, Flair plus 2 macht nämlich auch Personality. Die hattest du nicht. Dann können wir hier. Moment. Schon mal. Great Hammer war nochmal was. Personality plus 1. Flair plus 2 macht das auch. Können wir die benutzen? Ja, können wir benutzen. Oh, und sie zaubert auch noch First Aid, nämlich der Itemliste. Das ist ja hochinteressant. Nee, hätte ich nie ausprobiert. Also, so. Naja, Dreschflegel oder Flegel ist Dreschflegel. Also da irgendwie, ne? First Aid mit zu machen, nee. Also, aber gut. Wer hat die denn? Also erstmal das Silver Shield können wir dir geben. Weil das möchte das Spiel ja offensichtlich, dass wir das behalten. Wir finden es ja sofort wieder, nachdem wir es wegschmeißen. Und dann, du hast die Flail. Remove 1, equip A, equip A. Okay. Ja, dann können wir den Great Hammer eigentlich auch wegschmeißen. So, da mal schauen. Yeti, Wolverine und Whites. Okay. Ah, oh, okay. Du machst du mal nix. Okay, ich habe schon viele Hitpoints. Okay. Oder wollte ich suchen und dann finden wir Monster.
4, 6. Take that. Haha. Arch. Come on. Okay, überschreibt das jetzt das, was wir davor im Kampf hätten finden müssen? Ja, offensichtlich, okay. Es sei denn, im Kampf davor gab es nichts. Aber das ist ja gut zu wissen. Rasten wir mal, okay. Hier ist Rasten nicht so schön. Ja, gut. Ach, wir schlafen alle. Na gut, dann werd mal wach, Freunde. So. Das Untote? Nee. Okay, erstmal auf die Trolle, in der Hoffnung, dass wir die kaputt kriegen. Nee. Okay. Okay, du heil mal Rusalka, der hat das nötig. Ah, oh, das Skeleton weg. Okay. Okay, hier können wir rasten. Na, ja, hier sind immer ein Counter drin. Okay. Na gut. Oh, sein Skorpion klingt nicht nett. Mach mal die Sprites weg, bitte. Autsch, Autsch. Ah ja, die ganzen Curses. Ah ja.
hi. Ist, glaube ich, nicht gut, oder? Five-Headed Hydra, das sind... Okay. Okay. Kill it. Okay, Five-Headed Hydra ist down. Okay. Nur Schaden? Das ist gut. Okay, damit können wir leben. Nee, ja, für eine Weile zumindest. Skill Potion, das klingt interessant. Level plus 5. Ah, das sind die guten Potions. Okay. Da freuen wir uns mal drüber. Okay. Okay, Golems, okay, Magie, keine gute Idee, gut. Ja, aber die Kämpfe sind machbar hier. Okay, Padded Armor brauchen wir nicht. Thieves Next Gremlins, okay. Check. Pille-Palle. Okay, finde ein bisschen Kram, nicht schlecht. Gold ist immer gut. Encounter? Okay, nee. Summon Lightning. Okay.
Na komm. Acid Arrow. Na Goblin, willst du mal weglaufen? Ne? Okay. Okay. Discard E. Okay. Barbarian in den Bäumen oder in den Büschen. Barbaren in den Büschen. Ja. Okay, drauf. Ja, das könnte sich ein bisschen, das könnte ein bisschen zäh werden. Die haben ja viele Hitpoints. Aber sie treffen nicht. Okay. Naja, das haben wir aber auch im Griff. Und er hat nur viele. Okay, ja, ja. Oh, nur. Okay. 666 Punkte, okay. Für die Barbaren in den Büschen. Flambeage brauchen wir auch nicht. Discard E. Okay. Jetzt haben wir hier fast alles erkundet, sollten wir mal rasten. Okay, so. Und hier können wir hier. Ah, das ist Sumpf, deswegen war ich hier noch nicht. Okay. Und hier haben wir noch ein bisschen Berglandschaft. Wissen wir, wie der heißt? Jetzt kann man nicht gucken. Attack. Okay. So, das ist irgendwas Hawkeye Hills oder so? Möglich. Okay, oh Gott. Kill the beast, not the beast. Okay, bees are down. Jetzt müssen wir nur noch gegen Zyklopen kämpfen, das ist nicht so schwierig. Auf Dauer tut's weh, aber ich meine, wir können hier rasten.
Und Food ist ja so billig in Sorbigel, wo wir jederzeit hinfliegen können. Da ist das eigentlich auch, gibt es keinen Grund nicht zu rasten nach jedem Kampf. Ich meine, unser Alter könnte irgendwann ein Problem werden, aber da, ich meine, jedes Training, jeder Levelaufstieg uns ein Jahr älter macht, sind die Tage, die wir hier verrasten, glaube ich, fallen da nicht so ins Gewicht. Flammensch, Kampfsbellen, okay. Jetzt findet Rosalka schon Sachen. Okay. Okay, und sonst haben wir... Oh, das letzte Feld, auf das ich trete, finden wir eine Cave. Gucken wir mal rein. Ladder up climb. Okay, können gleich wieder raus. Okay. Nee, und da war Darkness drin. Na gut. Kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Würde ich sagen, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben bis auf den Sumpfteil da unten alles erkundet und haben uns auf den Bäumen rumgeärgert und haben das aber in jedem Fall auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit mehr Might and Magic Book One. Also, bis dahin. Tschüss.